Guten Tag und willkommen zurück bei Hyrule Warriors Zeit der Verheerung. In letzter Zeit ist einiges passiert. Unter anderem habe ich mit dem Streamen begonnen. Ihr könnt ja gerne mal reinschauen, wenn ihr Bock habt. Aber es sind auch ein paar Sachen schiefgelaufen. Zum Beispiel meine Festplatte, die hat komische Geräusche gemacht. Jetzt nicht mehr. Ich hoffe, es bleibt auch so. Ich habe es jetzt gefixt und ich kann jetzt endlich wieder Thumbnails machen und vernünftig Videos aufnehmen. Das ging vorher nicht, weil die ganzen Daten für die Thumbnails, die waren auf der Festplatte und ich kann irgendwie die Karte nicht auswählen. Ich wollte eigentlich was zeigen auf der Karte. Ihr seht ja oben den grünen Pfeil in der Mitte, da war eine Schatztruhe. Ich glaube, die habe ich nicht eingesammelt dieses Mal, denn das ist das Zweite, was schiefgelaufen ist. Leider hat die Switch irgendwie, keine Ahnung, gedacht, ich hätte die Karte rausgenommen. Also die Cartridge. Und ich musste den Level nochmal spielen. Das heißt, wenn ich jetzt weniger Zeit habe oder mehr Zeit habe oder weniger oder mehr Rubine habe als vorher, dann liegt das daran. Nur, dass ihr es wisst. Ich habe mir dieses Mal mehr Zeit genommen. Ich glaube, das war nicht ganz so geil. Ah, obwohl, ja, mit dem Eisstab komme ich trotzdem ganz gut voran, glaube ich. Ja, doch. Oh shit. Oh shit. Bomben. Jawohl. Ja, komm. Direkt auf den Stein. Ja, okay. Wir haben einen Schmetterangriff. Den machen wir direkt. Ich glaube, den müssen wir zweimal einen Schmetterangriff reinhauen, bevor wir den komplett besiegen können. Deswegen müssen wir uns richtig ranhalten. Und das machen wir auch. Direkt. Zweiter Eisstab hinterher. Ah, jetzt konnte ich nicht drauf. Und ich glaube, es wäre jetzt auch nicht so intelligent, hier die Bomben zu zünden. Ich sollte ihn erstmal angreifen lassen, bevor ich die Bomben einsetze. Aber er greift nicht an. Er greift nicht an, aber jetzt hat er angegriffen und ich kann sogar eine Attackenhagel benutzen. Das ist sehr gut. Und wenn das so weitergeht, dann schaffe ich das sogar noch in der Zeit. Ah, kann ich drauf? Kann ich drauf? Kann ich drauf? Ich kann nicht drauf! Ich kann nicht drauf! Warum kann ich nicht drauf? Mann, ey. Ja, komm. Was soll das denn? Ja, okay. Nevermind. Vollkommen egal. Er ist down. Und ich habe schon wieder meine Stufe erhöht. Ich habe hier, während ich den Level gezockt habe... Ach, shit. Ich habe hier, während ich den Level gezockt habe, schon so zwei, dreimal meine Stufe erhöht. Wo ich mich gefragt habe, wie weit geht das? Ich dachte, Level 30 wäre Maximum. Denn wir können uns ja gar nicht mehr upgraden bei dem Übungsplatz, der uns andauernd von einem kleinen Roboter angezeigt wird. Bei Link geht das nicht mehr. Aber anscheinend können wir Link trotzdem noch im Schlachtfeld seine Stufe erhöhen. Deswegen eben die Frage. Wie weit geht das? Ach, schade. Das war jetzt nicht ganz so toll. Aber ich glaube, wenn ich jetzt nochmal die Spezialattacke zünde, dann ballert das richtig rein. Und ja, eindeutig. Das ist mega krass. Und wenn wir jetzt noch das Ding komplett kaputt kriegen, dann ist er, glaube ich, down. Hau rein.
Kann sein, dass es bis Stufe 50 geht. Ich weiß es nicht. Ich kann die Dinger jetzt ernsthaft nicht mehr öffnen hier. Ah. Schade. Aber was soll's. 812 Rubine haben wir bekommen. Und diese ganzen Waffen hier. Das ist eine verrostete Hellebarde. Die können wir wieder... Link hat das Tragelimit für Waffen erreicht. Okay. Oh, wir sind 6 Waffen drüber. Das ist nicht ganz so geil. Aber ich glaube, ich kann mich dann von dem Wischmob, von der Bockkeule... von der Mobkeule... von der Stachelbocklanze, dem... ja, hier, dem Wurfspeer auf jeden Fall auch. Und der Moblanze trennen. Ach, wir haben sogar Geld dafür bekommen. Oder wie? Ich habe jetzt gerade nicht drauf geachtet. Aber ich glaube schon. Dem Geräusch nach zu urteilen, ja. Und wir haben 5 Fitkröten bekommen. Eine seltene Kröte, die sich nur bei Regen zeigt. Ihre Organe enthalten einen Stoff, der Gerüchten zufolge den Stoffwechsel anregt. Alles klar. Also sind die nochmal krasser als die Spurtkröte, wovon wir nur eine haben. Naja. Und wir haben ein Honigbonbon bekommen. Plus 20% Rubine. Oh, das ist geil. Ich glaube, das werde ich jetzt... Obwohl, man bekommt sowieso schon so viele Rubine. Aber wenn man so viele Rubine bekommt, dann kriegt man nochmal umso mehr Rubine. Stetig wächst deine Kraft. Ja, siehst du richtig. Ist das das, was du gerade denkst? Ja. In jüngster Zeit erscheinen immer mehr Monster. Das heißt wohl, dass die Verheerung naht. Die Zeit läuft uns davon. Doch noch immer kein Anzeichen meiner Kraft, Prinzessin. Denkst du nicht, dass es ein Fehlschluss ist, dich voller Ungeduld mit Link zu vergleichen? Ja. Er ist noch immer derselbe, der er war, bevor er dieses Schwert aufnahm. Eben. Er ist bereit, sich allem zu stellen, dem er gewachsen sein mag. An etwas anderes verschwendet er keinen Gedanken. Diesbezüglich ist er genauso wie du. Schließlich hast du auch niemals aufgegeben. Ja. Dennoch, ich habe... Der Dekubaum sagte doch, du sollst dir nicht länger Sorgen machen. Weißt du, du machst überhaupt nichts verkehrt. Ja. Vertraue auf dich. Vor allem kann es ja auch sein, dass ihre Kraft einfach krasser ist als die von Link. Danke dir, Urbosa. Und deswegen einfach länger braucht, um sich zu zeigen. Die Piloten der 4 Titanen und der Ritter, der für die Niederschlagung der Verheerung unabdingbar war. Auf König Rohams Geheiß versammelten sich die 5 bei einer feierlichen Zeremonie und wurden allesamt zu Recken ernannt. Zu Recken. Okay. Unter dem Jubel des Volkes endete die Zeremonie und den Recken ward ein kurzer Augenblick der Ruhe gegönnt. Okay. Holy shit. Das Gewand, was Zelda trägt. Richtig edel. Holy shit. Es gibt gar keinen Zweifel. An eurer Seite der Ritter, der mutig die Dunkelheit versiegelt, dann die 4 Recken. Meinst du? Anders als du, ist die Prinzessin sehr beschäftigt.
er mag? Dann mach dich endlich nützlich. Ihr beiden, bitte keinen Streit. Was versucht sie eigentlich da? Die Güte der Prinzessin auszunutzen. Was für ein egoistischer kleiner Wächter. Sag, Daruk, worüber wir neulich sprachen. Oh, du wolltest mit mir zusammen trainieren. Ich bin allzeit bereit. Vielen Dank. Weißt du, ich möchte stärker werden. Und dann mit ihm. Oh je, ich hab nichts gesagt. Weg von mir. Lass mich in Ruhe. Such dir einen anderen Streithahn. Sofort, damit auf. Bescheuert. Geh weg von mir. Welch eine Plage. Ja, Mipha und Link. Ist leider alles anders gekommen, als es erhofft wurde. Und holy shit, entspann dich mal. Weißt du, ich habe kaum die vorherigen Akala-Festung. Das war's nochmal. Das sagt mir irgendwas. Nee. Keine Ahnung. Akala, das hört sich an wie diese eine Wolkenstadt. Aber nee, das war Kumula, das hieß nur ähnlich, genau. Nee, das sagt mir irgendwie nichts. Also der Name sagt mir irgendwie was, aber ich kann mich jetzt nicht daran erinnern. Naja, was auch immer. Ich hab gerade erst die Sachen abgeschlossen. Hier die ganzen Missionen und so weiter. Und dann kommen hier auf einmal 50 mehr. Holy shit. Genau, Bockblin-Urkunden, die habe ich ein paar gefarmt. In der letzten Mission, die wir abgeschlossen haben. Gerade die wir gemeinsam abgeschlossen haben, die ich nochmal machen musste. Was zum... Mal 3, mal 2, okay. Charakteraktionen. Platzierte Shika-Modul-Effekte auslösen. Ja. Kann man dann einfach den starken Angriff öfters betätigen? Oder ist das so, dass diese Charakteraktion, also dieser Spezialangriff, dann nochmal gebufft wird? Ich weiß es nicht. Müssten wir mal schauen, wenn... Ja. Müssten wir mal schauen, wenn wir... Was? Das geht? Okay. Ja, das brauchen wir dann aber auch für Link. Der logischerweise ein bisschen wichtiger ist als Revali. Wenn man einfach mal überlegt, wie oft wir mit dem, mit Link gezockt haben und dann im Vergleich, wie oft wir mit Revali gezockt haben, da brauchen wir es auf jeden Fall für Link. Und nochmal, um zurückzukommen auf das, was ich eigentlich sagen sollte, wir müssen dann mal schauen, ob das mit Zelda einfach nur der Spezialangriff verdoppelt oder verdreifacht wurde oder ob der dann tatsächlich auch stärker ist, ob man diesen Spezialangriff öfter benutzen kann. Wir haben gerade so genug Dinger, um das hier abschließen zu können. 5% mehr EP kriegen wir und 5% weniger Schaden von Gegnern. Nice. Hier oben ist noch was. Da brauchen wir Bockblin-Hauer. Und hierfür brauchen wir diese komischen Keulen. Kriegen wir die hier?
Nein, aber da kriegen wir diese Octorok-Ballons, die wir noch brauchen. Das habe ich vor dem Part nochmal nachgeschaut. Ich nehme alle. Wir brauchen nämlich 5, glaube ich. Auch wenn wir nur, keine Ahnung, 3 brauchen, dann haben wir halt noch 2 übrig. Und wir brauchen eine Moldora-Flosse. Ja gut, dann mache ich das hier erstmal weg. Und schaue, wo wir das Hühnchen herkriegen. Anscheinend nur von dem Schlachtfeld da unten. Na gut, dann mache ich das auch erstmal weg. Bockblindhauer kriegen wir sowieso. Verteidigung des Waldes. Okay, das machen wir gleich. Das machen wir gleich direkt. Und hier diese Dinger kriegen wir von nirgendwo. Okay, alles klar. Das ist wunderbar. Ach Mann, ey. Weil, Moment mal, das heißt schnellere Herzenregeneration. Regenerieren die sich automatisch, also von selbst, ohne dass wir was fressen? Okay. Das wusste ich nicht. Aber hier. Das können wir noch abschließen. Und kriegen einen normalen Angriff mehr für Daruk. Ja, Akala-Festung, da wird es dann weitergehen. Aber ich möchte jetzt erstmal noch 2 Missionen abschließen. Und zwar am besten... Ach, okay. Hier, das können wir noch unterstützen. Alles klar. Neue Kraft. Impal, längerer Kombo-Angriff und einen Gewand, oder? Ja, der Ninja-Anzug. Oh, der sieht cool aus. Verursacht bei schneller Bewegung nicht das geringste Geräusch. Okay. Ja gut, aber wofür brauchen wir das? Keine Ahnung. Das können wir noch abschließen. Wenn das so weitergeht, dann werde ich gleich kein Training mehr abschließen können. Hier. Das können wir noch machen. Nur ich weiß nicht. Auf Moldora-Jagd. Das ist sogar genau für diese andere Mission gedacht. Okay. Interessant. Okay, beziehungsweise vielleicht ist es nicht dafür gedacht. Aber da lässt sich das auf jeden Fall sehr gut erfarmen. Berührst du Wasser oder ein metallenes Objekt mit einem elektrisch aufgeladenen Angriff, erzeugst du eine starke Entladung, mit der du deine Gegner lähmen kannst. Heilmittel. Ja, ja. Achso, Äpfel. Ja gut, das wissen ja, war ja schon, das brauche ich nicht vorlesen. Ach, das sind Moldoras. Oh, ich hatte da jetzt an diese... an diese fischähnlichen Kreaturen gedacht, die im Wasser leben. Besiege die Moldora. Wie viele gibt's denn? Und was mich hier interessieren würde, können wir hier auch einen Attackenhagel hervorrufen? Was? Was? Bombe? Ich glaube Bombe. Ja. Alles klar. Okay. Ich war mir unsicher, weil ich habe nur irgendwas Blaues gesehen. Aber ich dachte mir, der Angriff ist unterschiedlich von dem eben. Also wird es wohl die Bombe sein, die wir benutzen müssen. Denn hier steht, besiege die Moldora. Gibt es dann mehrere oder ist mit die Moldora einfach nur das eine Monster da gemeint? Wird das einfach so ausgesprochen?
Weil für 2 oder 3 sogar bleibt, glaube ich, keine Zeit. Ist für 3 auf jeden Fall nicht. Und bei 2 wird es dann richtig knapp werden. Jetzt wieder Kryo. Ich glaube Kryo. Ja. Ja, dann komm mal her. Alles klar, nice. Ah, nein, das war nicht optimal. Das war nicht optimal, aber das war richtig gut. Aber dafür war der erste Angriff leider echt ziemlich schlecht. Jetzt wieder Bombenmodul. Ja, die Hälfte daneben geworfen. Toll. Aber hier nochmal richtig rausgeböllert. Und wir kriegen leider nicht den... Wir kriegen leider nicht den Schmetterangriff. Schade. Aber was soll's. Es fehlt nur noch ein Angriff. Und den kriegen wir jetzt. Den müssten wir jetzt kriegen. So. Ah, Mann, ey. Muss man schneller reagieren? Weil Link wirft das irgendwie zu weit nach unten. Dann muss der ja eigentlich echt weit unten sein. Damit man den irgendwie treffen kann. Ja, komm, mach hin. Früher. Ah. Komm, einfach nur noch drauf. Einfach nur noch drauf. Wir müssen es jetzt riskieren. Und Kryo. Komm. Jawoll! Oh mein Gott! Was zum Teufel? Was ist das für ein Zeitlimit? Holy shit. Ich glaube, ich hatte nur noch unter 5 Sekunden, können auch nur noch eine oder zwei... Ein, zwei Sekunden gewesen sein. Ich weiß es nicht. Ja, komm. Jetzt nervt doch nicht damit. Ich habe gerade einen echt krassen Fight hinter mir. Ja, komm. Hauen wir den Reisezweihänder weg. Schaden durch Spezialangriff. Na, obwohl... Vielleicht lieber einen... Ja, komm. Machen wir den lieber weg. Da ist nämlich kein... kein Bonus drauf, also sollten wir lieber das weghauen, wo kein Bonus drauf ist, anstatt was wegzuhauen, was einen Bonus hat und was wir vielleicht sogar noch auf die Waffe kriegen könnten. Na gut. Dann mal schauen. Wie lange haben wir noch? Ja, wir haben nicht mehr so lange. Heißt, wir können leider auch nicht mehr hier die Verteidigung des Waldes zocken. Also würde ich vorschlagen, einfach hier nochmal in die Schmiede zu gehen und ein bisschen zu kombinieren. So, wo ist das Master Sword? Hier. Das kombinieren wir hiermit und kriegen Schaden durch Spezialangriff plus 8%. Hey, du hast nicht genug Rubine. Was? Oh, 1000 kostet das Ganze. Oh, das ist scheiße. Das ist sehr schlecht.
Gut, dann verkaufen wir einfach eine Waffe. Ja, nee, nicht die. Angriffsgeschwindigkeit, Schaden durch starke Angriffe. Okay, das ist mega gut. Hauen wir das weg. Wir hauen einfach alles weg, was keine Spezialdinger hat. Oh, das hat EP beim Kombinieren. Das ist gut. Und die Soldatenlanze hat extrem was drauf. Das ist, ich glaube, das ist das Ding, was ich so heftig aufgerüstet habe. Ja, okay. Wie viel gibt uns das insgesamt? 210 Rubine nur? Okay. Das gibt uns 32. Dann behalten wir das und machen das weg. Ja, 50 Rubine ist in Ordnung. Und dann können wir noch einmal kombinieren. Nein. Nicht verkaufen, ich will es kombinieren. Und zwar endlich mal mit dem Master Sword. Alles klar. Was gibt uns das? Schaden durch Spezialangriff gibt uns plus 5%. Schaden durch Sprintangriff? Nee, da habe ich keinen Bock drauf. Ja, dann lieber das. Und wenn wir das machen... Oh, Schaden durch normale Angriffe plus 3%. Das sieht auf jeden Fall extrem gut aus. Ja, komm. Kombinieren wir erstmal. Und das hat jetzt eine Stärke von 55. Oh mein Gott. Alles klar. Spezialleistenregeneration, das hätte ich halt noch gerne. Ja, das kriegen wir auch. Schaden durch starke Angriffe. Das würde ich jetzt nicht machen. Was heißt das Plus? Heißt das, dass wir noch eins dazu kriegen können? Einen extra Bonus? Oder wie? Was hatten die Hellbarde? EP beim Kombinieren. Plus 150. Plus 2% Schaden. Nee. Dann machen wir einfach EP beim Kombinieren und Spezialleistenregeneration. Und dann können wir noch irgendwas draufhauen, soweit es denn was nützt. Komm, einfach die Stachelbockkeule. Und dann war's das erstmal. Mit dem Master Sword. Dieses legendäre Schwert besitzt die heilige Kraft, das Böse zu verbannen. Ja, das wird es jetzt eindeutig. Mit einer Stärke von 57 und diesen krassen Boni dazu wird es uns auf jeden Fall extrem nützlich sein. Jetzt haben wir 2 Rubine. Jetzt sind wir wirklich komplett broke. Und ich denke, ich werde dann fürs nächste Mal ein bisschen was erfarmen. Ach ja, genau. Das hier können wir noch abschließen. Bin ich stärker geworden? Ja, das bist du. Und Mifa hat jetzt auch eine zweite Spezialleiste. Ich hätte halt gern für Link die zweite Spezialleiste, aber... Daruk bekommt auch eine. Was braucht der? Leunenurkunde. Okay, dann würde ich sagen, ich werde ein paar Rubine farmen, diese Mission hier machen, um die Leunenurkunde zu erhalten und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.